Edgar Pripp, ihr habt jetzt in dieser Saison die ein oder andere Premiere schon feiern dürfen. Erstes Heimspiel, erstes Auswärtsspiel, ersten Dreier. Am Samstag gibt es die nächste Premiere, erstes Topspiel der Fußball-Bundesliga. Ist es was anderes, Samstagabend um 6:30 zu spielen? Ja, das soll ja ganz anders sein. Es ist ein Flutlichtspiel. Es wird auf jeden Fall riesen Spaß machen, wieder zu Hause vor ausverkauftem Haus zu spielen. Und wir freuen uns einfach drauf, dass es auch gegen Schalke geht, gegen den Trainer seine große Liebe. Und da werden wir natürlich alles versuchen, in Brand zu setzen, dass wir da die 3 Punkte holen. Anders ist vielleicht, dass ganz Fußball-Deutschland auf euch schaut. Ja, gut. Es ist schön, dass wir viele Zuschauer haben werden. Dann sieht jeder unsere Trolley-Arena, unseren Sportpark Wohnhof. Hat man eine Veränderung in der Mannschaft gemerkt nach diesem ersten Dreier aus Mainz? Ja, die Stimmung war natürlich nach dem Spiel in der Länderspielpause richtig gut. Das Fußballspielen, das Arbeiten tagtäglich hat Spaß gemacht mit den 3 Punkten im Rückenwind. Wir sind natürlich froh jetzt, dass es wieder weitergeht, ne? Dass alle wieder zusammen sind, alle von der Länderspielpause gesund zurückgekommen sind und dass wir jetzt den 3. Spieltag in der Bundesliga spielen dürfen. Bayern war eine relativ große Hausnummer, aber Schalke ist nicht wirklich kleiner, oder? Natürlich nicht. Sie haben eine sehr hohe individuelle Klasse. Sie haben nochmal gut eingekauft mit dem Herrn Affelei. Ich bin einfach gespannt zu sehen, wie ich mich mit ihnen mit Schalke messen kann, wie unser Team sich mit Schalke messen kann. Das wird einfach interessant und da werde ich mit großer Freude reingehen. Letzte Frage. Ihr habt ein paar Schalker in der Mannschaft. Kennt ihr aus den Königsblauen schon alle Geheimnisse? Habt ihr die schon alle erfahren? Nein, also der Asa, der war schon lange nicht mehr auf Schalke. Er hat schon lange nicht mehr dort gespielt. Natürlich, wir schauen uns Videos an. Der Trainer steckt uns mal hin und wieder was, wie der jeweilige Gegenspieler agiert. Natürlich weiß man, wie die spielen werden. Wir spielen zu Hause, wir vor eigener Kulisse. Wir wollen unser Publikum mitreißen und dann ist alles möglich. Viel Erfolg dabei, danke.